Moin zusammen! Heute geht's drum, was eigentlich alles zu so einer Gedichtanalyse gehört. Wir erklären euch das am Beispiel Mondnacht von Josef von Eichendorff. Als erstes klären wir mal, wer in dem Gedicht überhaupt spricht. Das ist nämlich nicht der Autor Josef von Eichendorff. Es spricht das sogenannte lyrische Ich. In unserem Gedicht steht zum Beispiel: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Hier geht's um die Seele des lyrischen Ichs. Es geht nicht um die Seele von Eichendorff, der hat absolut nichts damit zu tun. Also unbedingt merken, im Gedicht spricht das lyrische Ich und das ist nicht gleich der Autor. Sodele, die wichtigste Grundlage kennen wir schon mal. Als nächstes fassen wir kurz zusammen, um was es in Mondnacht überhaupt geht. Die erste Strophe startet schon ziemlich verrückt. Für das lyrische Ich scheint es so, als ob sich Himmel und Erde küssen würden. In der zweiten Strophe wird von der Natur erzählt, zum Beispiel vom Rauschen der Wälder. Zum Schluss wird's jetzt wieder richtig abgefahren. Das lyrische Ich beschreibt, wie seine Seele Flügel bekommt und nach Hause fliegen will. Perfekt, jetzt wissen wir schon mal, um was es geht. Und wir können mit der Gedichtanalyse loslegen. Wie ist so eine Gedichtanalyse überhaupt aufgebaut? Im Großen und Ganzen besteht sie aus den drei Teilen Einleitung, Hauptteil und Schluss. Als erstes gucken wir uns die Einleitung an. Da muss erstmal rein, um welches Gedicht es geht und wer es geschrieben hat. In unserem Fall geht's um Mondnacht von Josef von Eichendorff. Nice! Jetzt ordnen wir das Gedicht noch einer Epoche zu. Mondnacht wurde 1837 veröffentlicht. Es gehört also zur Spätromantik. Die ging ungefähr bis 1848. Okay, Einleitung ist abgehakt. Alles klar soweit. Als nächstes kommt der Hauptteil. Der besteht nochmal aus vier verschiedenen Teilen. Teil 1 ist Aufbau und Inhalt. Da schreiben wir, um was es in den einzelnen Strophen so geht. Dann kommt Teil 2, die formale Gestaltung. Hier schauen wir uns zum Beispiel an, ob sich das Gedicht reimt. Okay, weiter geht's mit Teil 3, die sprachlich-stilistische Gestaltung. Dabei guckt man sich zum Beispiel die Verben und Adjektive genau an und ob irgendwelche Vergleiche verwendet werden. Der letzte Teil ist die Interpretation, also die Deutung des Gedichts. Wir müssen uns also überlegen, um welche Themen es geht. In Mondnacht ist das zum Beispiel der Wechsel zwischen Traum und Wirklichkeit. Ist ja schon krass unrealistisch, dass sich der Himmel und die Erde küssen oder eine Seele plötzlich wegfliegt. Okay, was in den Hauptteil muss, haben wir gecheckt. Jetzt fehlt nur noch der Schluss. Der ist easy. Hier geben wir noch eine kurze Zusammenfassung. Wir wiederholen einfach nochmal, was jetzt eigentlich das Hauptthema vom Gedicht ist. Und fertig! Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Ultra wichtig, lyrisches Ich ist nicht gleich der Autor. Und eine Gedichtanalyse besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Im Hauptteil schaut man besonders auf den Aufbau und die Sprache des Gedichts. Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpleClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.